close my weary eyes and I'm longing for. Life so peaceful and so pure. Dream of a world based on love, respect, and sympathy. But the dream is still a dream, and I just can't find a cure. Oh, how I love a world like this, for any being that exists. For love could be the law. Ja, der erste Vegemania in der Schweiz. Und wie man rundum sieht, ist es ein sehr grosser Erfolg. Fast ein bisschen zu viel. Also die jetzt spät kommen, die können praktisch nicht mehr zu essen über, leider. Die meisten waren völlig überrascht von dem Andrang der ersten Vegemania. Wir haben auch Stände da, die schon in anderen Ländern waren in der Vegemania. Und haben eigentlich sehr viel Erfahrung, was sie mitnehmen, wie viel es verkauft wird. Die sind da völlig ausgebucht, jetzt schon gegen die 6 Uhr am Abend. Ja, also fürs erste Mal, trotz dem sehr schlechten Wetter eigentlich, es regnet immer wieder zwischendrin, sind wir alle eigentlich sehr überrascht, wie gut der Anklang das gefunden hat. Also man merkt, das Interesse auch bei der Schweizer Bevölkerung ist sehr gross gegenüber der veganen Ernährung. Viele haben davon schon mal gehört, aber sie haben es da anscheinend live miterleben, was gibt es alles vegan, wie ernähren sich die, und da hat man ein sehr vielfältiges Angebot. Das Wort vegan kennen schon viele Leute, aber leider können sich nur die wenigsten etwas Konkretes darunter vorstellen. Die meisten haben da Vorurteile damit, dass sie denken, das sind irgendwelche Freaks oder abgehobene Leute, oder andere können sich nicht vorstellen, was Veganer überhaupt essen können. Die Vegamania tut eigentlich sehr gut aufräumen mit all diesen Vorurteilen. Man sieht, dass man da eigentlich sehr vielfältig essen kann. Man kommt eigentlich alles über, was das Herz begehrt. Man muss also nicht irgendwie asketisch sein, um vegan leben zu können. Man sieht auch, dass die vielen Veganer, die es hier jetzt hat, auch ganz normale Leute sind. Ganz umgängliche Leute, die haben auch Freude, die hören auch Musik. Also man hat da wirklich eine gute Gelegenheit, um die Vorurteile, wie wir in der Gesellschaft verbreitet sind, gegenüber der veganen Lebensweise abzubauen. Ja.